her? Was wollt ihr eigentlich von mir? Also komm, was? Fahrt er mir hinterher? Nee, okay. Wir klauen einfach einen Panzer. Ist ja echt. Wieder und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Far Cry 6. Auf dem PC Folge 62, wir machen hier weiter. Wir haben letztes Mal den Konvoi angegriffen, der voll beladen war mit Gold. Eiskalt. Genau, was haben wir hier? El Tigre, da haben wir doch auch wieder was, genau. So. Wir brauchen das fünfte legendäre Mitglied, den härtesten Kerl. Okay, genau, ja, das können wir auf jeden Fall mal machen. Das haben wir ja schon erobert. Hier wäre auch noch was. Hier ist auch noch was. Na, das ist aber was anderes. Gut, reisen wir erstmal dahin. Dann können wir nämlich von da an hinfahren. Dann machen wir das heute. So, und das nächste große Ziel ist ja dann Admiral Benitez und dann ja auf jeden Fall noch der Oberbefehlshaber El Originale Presidente. Was hast du für mich? Wir haben eine Überraschung für dich, Danny. Eine Flugabwehranlage bereit zum Abriss. Ich habe sie dir auf der Karte markiert. Sehr nett von dir. Okay. Digga. Die sehen, dass diese Anlage hier und da... Ich mach nichts. Aber dass immer nur diese Scheißdinger hier stehen, ja, ist ja egal. So, befreie Carlito. Er ist im Museo de la Falsa Revolution. Aha, okay, alles klar. Mach vielleicht doch lieber mal eine Route hin. Na gut. Okay, da oben wäre die Flugabwehranlage. Vielleicht auf dem Rückweg oder so, wenn ich da überhaupt hin muss. Weiß ich jetzt gar nicht. So, wieder eine Befreiungsaktion. Boah, hier ist auch ein Rennen, ne? Komm, habe ich Lust drauf. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Mach jetzt ein Rennen. Oh, guck mal. Alter, hier ist voll viel Zeug. Notizen für die noch namenlose Biografie von Admiral Benitez. Er wurde mit zwei Mandaten betraut. Ihre erste Aufgabe ist der Schutz der wirtschaftlichen Interessen Yaras zur See. Dazu muss sie mit dem einzigen Import-Export-Unternehmen des Landes zusammenarbeiten, McKay Global. Annas Verachtung für Ausländer führte oft zu Differenzen mit dem kanadischen CEO des Unternehmens. Der scheint im Zusammenhang mit diesen Yankee ein weit verbreitetes Phänomen zu sein. Präsident Castillo musste mehrmals einschreiten, um Streitigkeiten zwischen den beiden zu schlichten. Er versicherte Admiral Benitez immer wieder, dass es einen Plan für Senior McKay gebe und dass Yara mehr von der Kooperation mit ihnen profitieren würden als andersrum. Präsident de Castillo befahl Admiral Benitez sogar, vorläufig Befehle von McKay entgegenzunehmen. All das ist Teil eines Plans, den Jenkui zu überfordern. Was? Über was? Mama und Papa brauchen uns, um das Rennen vorzubereiten. Mama geht es nicht besser und Papa muss sie in den Norden in eine Klinik bringen. Wenn wir gute Arbeit leisten und die Werkstatt gut führen, während sie fort sind, kommen die Soldaten aus dem Ville vielleicht oft genug vorbei, dass wir nicht schließen müssen. Sie sind die einzigen Kunden, die wir jetzt noch bekommen können, seit die Armee hier alles übernommen hat. Also hilfst du mir bitte, alles aufzuräumen und Schnör zu richten. Junge, hier gibt es noch so viel Zeug, mein Gott. Ich komme über Wasser halten und dann klaue ich erstmal, Alter. Yami, was kannst du mir zu diesem Rennen sagen? Dani, du weißt, dass ich dich gerne wie eine Superheldin durch die Gegend fliegen lassen würde, aber diese Flugabwehranlagen halt nicht. Ich werde diesen Ratten sicher nicht die Chance geben, dich in die Luft zu jagen. Setz sie außer Gefecht und dann mach das Rennen, okay? Ah, oh, das ist ja schade. Ja, dann müssen wir doch zur Abwehranlage, dann machen wir was später. Oder gar nicht. Kümmern wir uns erstmal um den guten Carlito.
Tigre. Ich bin beim Museum. Ich auch. Wenn du Fotos von uns sehen willst, als wir noch jung und naiv waren, leg die Waffe weg und geh einfach wie ein Turi da rein. Ja, ich kann nur leider meine Waffe nicht. Da steht ein Panzer drinne. Kann doch nicht wahr sein. Doch, in Ordnung. Das entspricht etwa. Wann hatte ich meine letzte Pause? Ich kann meine Waffe nicht weglegen. Hola. Hi. Oh. Kaffee oder Tee? Nein, ist das langweilig. Ist das Diego? Der arme Junge, hat er nie eine Chance. Komm her. El Tigre, was machst du da? Hast du keine Angst, erkannt zu werden? Keine Sorge, ich hab Stifte, falls wir Autogramme geben müssen. Einen für dich, einen für mich. Das habe ich nicht gemeint. Dieses Museum war einst uns Legenden gewidmet. Aber Castillo hat die Geschichte umgeschrieben und uns als Schurken dastehen lassen. Selbst Carlito hat er in ein schlechtes Licht gerückt. Ich frag mich, was die Geschichte irgendwann über uns sagen wird. Man wird sagen, an diesem Tag gingen zwei Legenden in ein Museum und drei kamen wieder raus. Im Suchgebiet, okay. Ah, hallo. Die Infanterie der illegalen Streitkräfte von Santos Espinosa waren in der Lage, sich kistenweise Kugeln zu verschaffen, aber in den militärischen Inventaraufzeichnungen der damaligen Zeit sind Ausrüstungsverluste in dieser Größenordnung nicht dokumentiert. Daraus lässt sich nur eine einzige Schlussfolgerung ziehen. Seine Armeen wurden von internationalen Interessengruppen finanziert, die einen schwachen und leicht manipulierbaren Espinosa als Präsident sehen wollten. Boah, stark, ne? So, ich will jetzt eigentlich diesen Typen. Ja, das sind Museumsgeschichten, das interessiert mich so gar nicht, ehrlich gesagt. Anfang 1967 kehren die Terroristen und die Hartnäckigen. Also wenn es eins gibt, was ich absolut nicht ausstehen kann, dann ist es ein Museum. Also Technikmuseum finde ich noch ganz geil. Aber so ein Naturkundemuseum oder irgendwas mit Geschichte, also ich verstehe es ja, ich finde es auch cool, dass es sowas gibt, aber mich interessiert das halt einfach so unglaublich wenig. Ich hab da, also ich schlaf, ich werd verrückt. Lass ihn mal hier liegen. Wird, denke ich, nicht stören. Oh, das ist so ein Alarmdinger. El Tigre! Ist Carlito etwa ein scheiß Panzer? Ach so. Oh. Okay, wir müssen einen Panzer klauen. Das ist die Legende. Natürlich belastend. Nimm die Waffe runter! Hey, ich war mit deiner Schatz. Ich geh an die Kanone, Dani. Feuer, bring uns hier raus. Carlito ist Schrott. Ich kann ihn wohl kaum hier raustragen. Carlito braucht nur ein bisschen Liebe. Das schaffst du. Okay, ja klar, kriegen wir hin. Was? Egal. So muss es aussehen. Okay, gibt's hier noch was? Ich will hier noch ein bisschen was mitnehmen, bevor ich hier... Oh, guck mal, Schlüssel zum Sicherheitsraum des Museums. Das ist ja interessant. Aber gut, brauchen wir nicht. Ist egal. Boah, geil. Dieser Panzer sowjetischer Bauart war eins der Kriegstrophäe der Mörder von 67. Der Feigling Santo Espinosa befahl seinen Diebstahl, um seine Studentenarmee vor der Belagerung von Esperanza, der letzten Etappe seines blutigen Staatsstreichs, anzustacheln.
Dieser Panzer mit dem gefühllosen Spitznamen Carlito wurde als todbringende Waffe gegen zahllose tapfere Jaraner eingesetzt, die ihr Land vor einem Aufstand verteidigen wollten. Um solche Tragödien zu verhindern, müssen derartige Waffen unter der Kontrolle wahrer Jaraner bleiben und dürfen nie wieder ideologischen Fanatikern in die Hände fallen. Tja, habt ihr verkackt. Geh du ans Steuer! Ich schieße! Das wird toll. Das gefällt mir! Oh Mann, ey. Als ob hier Musik drin läuft. Okay. Egal. Okay, ich schieße ja auch. Oh. Verrückt. Na dann. Ach, Digga. Hä? Als ob er nicht eingestiegen ist. Oh mein Gott. Hä? Ist der dämlich oder so? Oh, okay, cool. Ich spawn hier, aber die... Danke dafür, Alter. Hä, der ist da. Ist doch lachhaft. Ist doch ein Scherz. Mal Lauch. Folgt dir jetzt auf Twitch. Oh, herzlichen Dank. Hi. Ja, hi zurück, Alter. Oh, El Tigre macht jetzt seinen Job. Jetzt bist du auf dem Panzer, ja? Toll. Stark. Sache, er steigt einfach nicht auf. Nein, scheiß drauf. Oh, wer lebt denn jetzt hier noch? Nervt mich doch nicht. Schaffst du, ja. Ich war ja gerade schon draußen, Alter. Aber Hauptsache, El Tigre war einfach nicht da. Na egal, der Panzer das gefällt mir. Ist doch jetzt hoffentlich ganz. Hast du was gesagt? Hä? Passiert einfach nichts, ne? Tigger, ich hab einen scheiß Panzer, was willst du? Du hättest mir direkt sagen können, dass Carlito ein Panzer ist. Das ist Carlito! Jeder kennt Carlito! Bebe Tigre! Es gibt da eine Höhle, die wir während der Revolution genutzt haben! An der nächsten Straße links! Ganz zur Brücke! Nichts wird sich uns in den Weg stellen! Tigre! Was sagen, Alter. Ja, was wollt ihr eigentlich von mir? Also komm, was? Fahrt er mir hinterher? Nee, okay. Klauen einfach einen Panzer. Ist ja echt... Ich wollte dir schon länger etwas sagen.
schlechter Zeitpunkt! Das macht echt verdammt Spaß! Es geht um Lobo! Weißt du noch, wie ich sagte, dass er... Ehrlich, ich würde gern noch eine Geschichte über dich und Lobo, die Legenden hören, aber ich hab grad zu tun. Ja, du hast recht. Carlito soll sich rächen. Vamos! Als ob ich jetzt hier die ganze Zeit so eine Strecke fahre, ja? Das ist echt stark. Ich muss darauf aufpassen, dass der Panzer nicht irgendwann mal kaputt geht. Hey Tigre! Carlito ist ziemlich alt und steckt mächtig was ein! Wird er das überstehen? Carlito ist der, der tötet, Baby Tigre! Niemand kann Carlito töten! Mach weiter! Wir sind fast bei der Höhle! Sie liegt auf der rechten Seite! Ich glaube, Carlito ist meine neue Lieblingslegende! Ich tu so, als hätte ich nichts gehört! Aber ich verstehe dich! Tja. Gegner, Freund. Ja gut, mit dem Ding kann man natürlich schon ein bisschen was machen, ne? Okay. Carlito, Bebe Tigre, ihr habt es geschafft. Was geht denn jetzt ab, Alter? Hey, Tigre! Lorenzo, wie schön! Was verdammt macht der hier? Er sollte Carlito mit eigenen Augen sehen. Mi compai! Wie viele Jahre hängst du jetzt auf diesem Berg fest? Zu viele. Carlito und ich... Wir teilen viele Erinnerungen. Es wird Zeit für ein paar neue. Los, schließ dich an, Hermano. Der Krieg ist vorbei, wenn alle frei sind. Si! Hey, komm! Komm schon, das wird gut! Schon okay. Komm schon! Was, du passt? Was soll denn das, Dani, Mensch? Hab ich jetzt Besseres von dir erwartet, Herr Spar. Okay, haben wir. Sehr schön. Einfach einen Panzer geklaut, ey. Das kannst du keinem erzählen. Sprich mit Jelena. Der Krieg ist vorbei, wenn wir alle frei sind. Seit wann zitierst du denn Lobo? Seit ich endlich aufgehört habe, mich selbst zu verarschen und nur die Wahrheit blieb. Also, wir haben endlich die Verschlüsselung der FND-Übertragung aus dem Valle Prehistorico geknackt. Wenn wir hören, dass Nachschub abgeworfen wird, ist der Serrano-Aussichtspunkt perfekt dafür geeignet, den Dankeschön, Kernherausforderung abgeschlossen, weil ich hier was lese oder was. Wenn irgendein ambitionierter Galliera-Kommandante diese Militärvorräte stehlen würde, wäre das natürlich noch besser. Ich kann das nicht machen, meine genialen Einfälle sind zu wichtig, um sie in einem Gefecht zu riskieren. Guerrieros, wenn ihr Vorräte, Munition oder auch etwas Essen braucht, geht beim Guerrera-Depot vorbei. Es liegt auf unserem Weg und ist weniger als ein Kilometer von ihnen entfernt. Läufer, die Bestien der Läste. Ich wünschte, er wäre hier. Er wäre so froh, uns und Carlito zu sehen. Oh, dich und... So, und da hinten war auch noch irgendein Text zum Lesen und dann sind wir für heute fertig. Scheißdreck. Er wird wieder in Ordnung gebracht. Stark. Regnet's hier? Gute Arbeit, Dani. Admiral Benitez kocht vor Wut und lässt ihre Truppen überall in El Este Doppelschichten schieben. Klingt fast so, als hätten wir sie da, wo wir sie haben wollten. Ganz genau. Komm nach El Agujero und ich zeig dir meinen Schlachtplan. Okay. 23. Oktober. Lucky Mama hat mich heute geohrfeigt. Hart. Hat mir einen meiner verdammten Zähne ausgeschlagen. Es hat mir alles abverlangt, mich zusammenzureißen und dir keine Kugel zu verpassen. Aber dann wiederum war mein Blut ungefähr so heiß wie der Lauf meiner Waffe. Lucky hat sich geirrt. Diese Gefangenen bekamen, was sie verdienten. Sie hatten zu viel gesehen. Sie hätten dem Militär gesagt, wo wir zu finden sind.
Ich hatte keine Wahl, ich konnte sie nicht lebend gehen lassen. Warum versteht Lucky das nicht? Nur weil sie keine Waffen trugen, waren sie noch lange nicht weniger gefährlich. Ich kann nicht aufhören, mit meiner Zunge da rumzufummeln, wo früher der Rest meines Zahns war. Lobo. So, und jetzt mache ich eine schöne Schnellreise. Nein. Shit. Oh, wieso nicht? Muss ich hier raus erst? Ich fahre doch da jetzt nicht zu Dings hin. Ich fahre zu Fuß, klar. Ich fahre zu Fuß. Ist das toll. Schnellreise steht natürlich nicht zur Verfügung. Fuck! Oh, das kann er jetzt nicht sein. Kann ich nirgendwo mich hinsetzen lassen. Hier könnte ich höchstens hin. Ich bin schon mies weit weg durch die ganzen verwinkelten Straßen und so. Da könnte ich hin. Da gehe ich hin. Genau, dann war es das für die heutige Folge. Freunde, in der nächsten Folge geht es dann an dieser Stelle hier weiter. Und dann gehen wir mal wieder zu Jelena zurück. Und werden das Ganze doch regeln. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.